So, das Filtersystem. Wunderbares Trinkwasser kann man hier durchlaufen lassen, das Brunnenwasser, und dann ist das alles schön sauber. Nur früh. Januar 2023. Ich bin heute mal ein bisschen sparsam. Ich habe zwar noch große Vorräte, aber heute gibt es das mal noch von den Bananen. Die reichen vielleicht noch 14 Tage. Und ein paar Reistaler. Ja, Proteine sind da nicht drin, aber jede Menge Kohlenhydrate. Hier sind fast alle Vitamine drin, Kalium. Und Multivitamintablette dazu noch, habe ich einen Jahresvorrat. Wer mein Blackout-Video gesehen hat, das große einstündige Blackout-Video vom 25. Dezember 2021, ja, weiß jetzt schon, was man alles machen muss. Da habe ich auch die Lebensmittel nochmal aufgeführt, die absoluten Notfall-Lebensmittel. Mehl, Linsen, also Mehl als Kohlenhydratträger, Linsen, Eiweiß, dann irgendein Pflanzenöl, Sonnenblumenöl reicht aus, Salz, größere Mengen Salz, weil wenn man nicht viel hat zum Essen, ist es ganz schön, wenn man ein bisschen Salz rüber machen kann, egal was man gerade isst. Und Multivitamintabletten, das sind die fünf Dinge, die man unbedingt braucht als Prepper. Damit kann man ein paar Monate überleben, besonders die Linsen als Eiweißträger. Und wie gesagt, hier so Kohlenhydrate in allen möglichen Formen, Mehl oder Reistaler. Und dann kriegt der Körper zumindest so die Grundversorgung, und alle Defizite werden über die Multivitamintabletten ausgeglichen. Ja, meine Brennspiritusvorräte sind nicht ganz so groß. Deswegen esse ich erstmal kalt. Nudeln kann man noch kalt machen. 3 Stunden in kaltes Wasser einlegen, dann sind die weich. Schmecken zwar total eklig, aber wenn man nichts zum Warmmachen hat. Ich werde aber mal ein bisschen kochen, dass ich einmal täglich was Warmes esse. Ja, so sieht es aus. Am dritten Tag des Stromausfalls. Spaß macht das nicht. Die Handpumpe nicht jeden Tag benutzt, dann lagert sich da immer ein bisschen Eisenschlamm ab. Aber den pumpt man kurz ab und dann kommt noch klares Wasser hinterher. Ist nicht die beste Methode, aber es funktioniert so. Ich schütte das mal in die Toilette. Abwasser funktioniert ja noch, der Abfluss. So, und jetzt sollte sauberes Wasser kommen. So, jetzt kommt klares Wasser. Und das kann man dann noch durch den Wasserfilter durchkippen. Für alle, die sich Sorgen machen, das ist aber schon Trinkwasser. Ich frage mich gerade, wie lange die Abwasserentsorgung noch funktioniert, weil die Hebewerke von den Abwasserleitungen haben ja auch keinen Strom mehr. Und irgendwann ist dann die Abwasserleitung voll. Aber da die Leute im Moment ja fast alle kein Wasser zu Hause haben
und nicht spülen können, kommt ja auch nicht viel Flüssigkeit in die Abwasserleitung rein. Von daher wird es wahrscheinlich noch eine Weile reichen. So, jetzt sind ein paar Rostkrümel mit drin, das ist aber nicht schlimm. Kann man durchfiltern und dann hier kann man sich jetzt schon mit waschen mit dem Wasser. Und ja, riecht ein bisschen muffig, aber nach dem Filtern ist das kein Problem. So. Und da pumpe ich mir dann 4, 5 Eimer für den Tag. Das sollte dann erstmal reichen. Kann man für die Toilettenspülung und zum Waschen benutzen und mal einen halben Liter heiß machen, damit man sich mal richtig waschen kann. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das Wasser hier aus dem Schlauch wieder raus ist. So. Hi Leute. 48 Stunden ohne Strom. Ganz Westeuropa ist tot. Unglaublich. Ja, vor 2 Stunden ungefähr kam vom THW der Wasserwagen hier durch die Straße gefahren. Ja, die Leute sind alle wie die Wahnsinnigen mit Wassereimern raus und haben sich da 20, 30 Liter abgefüllt. Die meisten Leute haben ja bloß 1 oder 2 Wassereimer zu Hause. An sowas denkt man natürlich auch nicht, dass man größere Vorräte an Gefäßen zu Hause haben sollte. Ja, nur haben sie erstmal alle genug zu trinken, aber zum Waschen und ob es zum Toilettespülen noch ausreicht, ist ja natürlich die andere Frage. Ja, man staunt schon nach 2 Tagen. Da fangen die Leute schon an, schmuddelig auszusehen. Wenn man sie nicht waschen kann und die Klamotten nicht wechselt oder. Naja, ein paar Vorräte an frischen Klamotten sollte wohl jeder haben, aber die Leute fangen wohl jetzt auch an, sparsam zu werden und kriegen Panik, dass der Strom eventuell noch länger weg ist und wollen sich dann auch einen Vorrat an frischen Hemden sozusagen zurücklegen. Ja, es ist einfach der helle Wahnsinn. Mann, bin ich froh, dass ich hier meine eigene Wasserversorgung im Haus habe und meine Handpumpe. Ja, so langsam wird es kühl. Morgen werde ich mal den Kamin richtig anschmeißen, damit das Haus nicht weiter auskühlt. Heute Nachmittag war ich mal noch in der Stadt. Da vor den Apotheken ist ja der Irrsinn los im Moment. Standen ein paar Dutzend Leute draußen, haben sich da mit dem Apotheker rumgestritten. Ich habe bloß mitbekommen, irgendwie ging es wohl um Insulin. Die Leute haben geschrien, ich sterbe, ich brauche mein Insulin. Der Apotheker hat zurückgeschrien, mein Kühlschrank ist kaputt, hat keinen Strom mehr, das Insulin ist verdorben, Kühlkette ist unterbrochen, wird nichts Neues nachgeliefert. Ja, jetzt noch 48 Stunden ist der Punkt erreicht, da werden wohl bald die ersten Leute sterben. Das ist schrecklich, hat man nie drüber nachgedacht. Hier aus der Nachbarschaft haben sie gerade einen Dialysepatienten ins Krankenhaus gefahren. Die Dialysepraxen sind alle zu. Krankenhaus macht wohl jetzt 24 Stunden Dialyse, weil die haben bloß 3 oder 4 Geräte zu stehen. Und aus dem ganzen Landkreis kommen jetzt die Dialysepatienten. Die wissen gar nicht, wie sie es schaffen sollen. Die wollen wohl aus den Dialysepraxen da noch die Teil der Geräte holen. Aber in 2 Tagen ist der Krankenhausdiesel leer. Dann haben die auch keinen Strom mehr, denn. Ja, dann wird es ganz böse, dann geht da das große Sterben los. Ja, vor den Arztpraxen standen auch ein paar Leute, aber alles zu, die Hausärzte haben alle zu, die Fachärzte. Ja, was sollen die auch machen, ja? Dunkler Januar, alles bewölkt, kein Licht. Sag mal so, bei tagsüber könnte man vielleicht noch notfallmäßig behandeln, aber wenn man kein richtiges Licht im Raum hat, ist ja kein Sommer, wo die Sonne durchs Fenster scheint, wo man noch eine Spritze setzen kann und auch sieht, wo die Vene ist. Aber jetzt bei dem dämmerigen Licht draußen, da findet man ja, wenn man irgendwo drinnen arbeitet, der Arzt weiß gar nicht, wie er da eine Vene finden soll, wenn er irgendwas spritzt. Ja, nun hängt alles an den Krankenhäusern im Moment. Ja, Supermärkte werden noch von der Polizei bewacht, die stehen da immer noch draußen. Aber ist die Frage, wie lange das noch gut geht, ja? Weil die Polizisten werden jetzt auch langsam unruhig und wollen nach Hause zu ihren Familien, weil da mittlerweile
in den Ballungsgebieten in der Stadt, in den Schwerpunktzentren, da wird es wohl jetzt langsam kritisch. Da fangen wohl die Leute an, drüber nachzudenken, ob sie vielleicht auch den Supermarkt plündern sollten. Ja, alter Schwede. Na gut, ich melde mich erstmal ab vom Tag 3 des Blackouts. Und mal sehen, ich hoffe, heute Nacht kommt der Strom wieder. Ja, wenn nicht, dann haben wir ein großes Problem. Weil jetzt fängt an, die Industrie, die Infrastruktur fängt jetzt an zu zerbröseln. Und wenn das jetzt nicht in den nächsten 24 Stunden wieder hochgefahren wird, dann haben wir einen irreparablen Schaden, den wir in 10 Jahren nicht reparieren können. Das heißt, unser Luxusleben ist dann vorbei. Für immer. Ja, die Art und Weise, wie wir gelebt haben, ist dann weg. Gute Nacht.